Ja, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer du dir das Video anschaust. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Dieses Video ist jetzt relativ spontan von mir gemacht, also mit wenig Vorbereitung. Also bitte nicht zu viel Kritik über die Qualität oder so. Ich hoffe, es ist genauso gut wie die anderen, die ich gemacht habe. Und dabei möchte ich mich nochmal bei jedem der Zuschauer bedanken für eure tollen Kommentare, für eure Kritik, wenn ihr sie denn angebracht habt. Hier und da ist die sicherlich begründet und ich bin auch nicht perfekt. Ich bin weder Jurist noch bin ich Medienmensch. Also von daher bitte ich es auch hier und da mal zu verziehen, wenn ich irgendwelche Fehler mache oder Quatsch rede oder was auch immer. Gut, lasst uns einsteigen oder lass mich einsteigen, wollen wir mal beginnen. Heute geht es um den Staatsangehörigkeitsausweis, also um die Staatsangehörigkeit zum Deutschen Reich. Und hier geht es entweder um den Paragraphen 30 des Staatsangehörigkeitsgesetzes oder den Paragraph 4 des RUSTAG, also Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes. Die beiden Sachen sind nicht ganz gleich. Denn nach Paragraph 4 RUSTAG kannst du nur deutscher Staatsangehöriger sein, wenn deine Vorfahren bis 1913 auf dem Gebiet des Deutschen Reiches geboren sind. Und hierzu zählen natürlich alle Bundesländer, die sich dann im ewigen Bund zum Deutschen Kaiserreich zusammengeschlossen haben. Und damit du diesen Ausweis bekommst, zeige ich dir gleich, wie es geht. Aber eine Information sollst du vorweg noch haben. Dieser Ausweis ist nur ein Stück Papier und dazu auch noch ausgestellt von einer Behörde, die gar nicht berechtigt ist, Staatsangehörigkeitsausweise zu erstellen, weil die Bundesrepublik Deutschland kein Staat ist, sondern nur eine Verwaltung. Also macht sie das im Auftrag des Deutschen Reichs und ob das rechtlich ist, rechtsgültig ist oder nicht, kann ich nicht bewerten und nicht beurteilen. Aber wenn du das dort beantragt hast, hast du einen Vorteil, du wirst im ESTA eingetragen. Und das zeige ich dir jetzt gleich, was das ESTA ist. Das ist ein Register, wo eben die Staatsangehörigen drin eingetragen sind. Und da gibt es, glaube ich, momentan knapp 500.000, 600.000. Jeder, der im sogenannten öffentlichen Dienst eine höhere Position wahrnimmt, wird automatisch hier eingetragen. Da erzählt dir niemand was von, also ein Bürgermeister oder wenn du zum Beispiel eine Partei gründen willst oder ein Landrat und nach oben hin, die werden automatisch eingetragen. Die holen sich automatisch diese Staatsangehörigkeit, weil sie die Vorteile kennen und wissen, was das bedeutet, auch für die Zukunft. Gut, lange Einleitung, gehen wir mal weiter. Zum Staatsangehörigkeitsausweis oder zur Staatsangehörigkeit gibt es natürlich auch wieder offizielles Material. Und zwar gibt es hier einen Sachstandsbericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. Mal gucken, von wann der ist, genau, aus 2019. Denn da hat sich dieser wissenschaftliche Dienst mit dem Thema beschäftigt. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann steht hier, dass die Rechtsgrundlage der Paragraph 30 STAG, also Staatsangehörigkeitsgesetz, ist. Und bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses kann die Feststellung von Amts wegen erfolgen. Das ist das, was ich hier gerade gesagt habe. Wenn du Bürgermeister werden willst, wirst du hier automatisch eingetragen, weil die das als öffentliches Interesse deklarieren. Ja, für die Feststellung des Bestehens der deutschen Staatsangehörigkeit ist es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn durch Urkundenauszüge aus den Melderegistern oder andere schriftliche Beweismittel mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, dass die deutsche Staatsangehörigkeit erworben worden und danach nicht wieder verloren gegangen ist. So, dieser Absatz hier ist schon mal wichtig für dich, denn hier wird nicht definitiv explizit von Urkunden oder von Dokumenten gesprochen, die du vorlegen musst. Also, du kannst alles vorlegen, was eine hinreichende Wahrscheinlichkeit beinhaltet. So, auch wenn viele von Geburtsurkunden und so weiter sprechen,
Es geht auch anders. Und wenn du diese Dokumente wie Geburtsurkunden und so weiter nicht hast, dann versuche andere Dokumente dafür zu verwenden. Das steht schon mal hier. Gehen wir weiter. So sieht das Ding aus. Dann die Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises hat als einzige Voraussetzung, dass die deutsche Staatsangehörigkeit zuvor in einem Antragsverfahren nach § 13 Absatz 1 stark oder auf gerichtliche Verpflichtung hin festgestellt wurde. Wenn diese erfüllt ist, ist von Amts wegen ein Staatsangehörigkeitsausweis auszustellen. Paragraph 13 und so weiter. Einen gesonderten Antrag für die Ausstellung bedarf es nicht. Also, wenn du die Feststellung deiner Staatsangehörigkeit beantragt hast und diese auch festgestellt wurde, dann wird dieser Ausweis automatisch ausgestellt. Aber nochmal, leg nicht so wie viel Wert auf diesen Ausweis. Es ist viel wichtiger, was im Hintergrund passiert. Ja? Okay, das sind auch noch ein paar Absätze. Du kannst ja dieses Ding hier runterladen. Ich werde den Link dazu unter dem Video verlinken. Also einstellen. Gut, was haben wir noch? Wichtig ist, die Ausländerbehörden, bei denen du diesen Antrag stellen musst, es ist schon mal echt lächerlich, dass ein deutscher Staatsangehöriger seinen Nachweis bei einem Ausländeramt beantragen muss. Aber so sind sie mal, die, naja, ich sag dazu nicht mehr. Gut, ein Staatsangehörigkeitsausweis wird daher grundsätzlich nur dann benötigt, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit zweifelhaft und klärungsbedürftig ist. So. Und hier an dem Punkt werden dir die Mitarbeiter der Ausländerämter sagen, du hast doch einen Personalausweis oder einen Reisepass, also ist das für uns okay, damit ist glaubhaft gemacht, dass du Staatsbürger bist oder Staatsangehöriger bist, so ist es richtig. Viele der Kommentare sagen eben, dass ich manchmal nicht die richtige Begrifflichkeit wähle, deshalb Staatsangehöriger bist. Okay, also sie werden sich darauf berufen, dass wenn du einen Personalausweis oder einen Reisepass hast, dass das vollkommen ausreicht, um die Staatsangehörigkeit nachzuweisen. So, und da muss man wissen, wie man argumentiert. Ja, und das zeige ich dir jetzt. Als erstes schauen wir uns mal das Ester an. Ester. Das ist auch ein Register beim Bundesverwaltungsamt und in diesem Ester werden alle Staatsangehörigen eingetragen. Ja, das ist ein Register und wenn du deutscher Staatsangehöriger bist, dann solltest du hier eingetragen werden. Also besorge dir als erstes mal eine Auskunft aus diesem Register. Wenn du das gemacht hast, wirst du feststellen, dass du einen Bescheid von denen bekommst. Das geht relativ zügig, ein, zwei Wochen hast du den. Da steht dann drin, so wie bei mir, sehr geehrter Herr Büscher, im Register Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ester, befinden sich keine Einträge zu Ihrer Person. Okay, also hier zweifeln wir doch schon mal, wenn wir zurückgehen, das, was im Gutachten ansteht. Es ist zweifelhaft, dass ich deutscher Staatsangehöriger bin, denn im Ester-Register wurde mir mitgeteilt, dass es hier keine Eintragung zu mir gibt. Also beginne ich doch hier schon mal zu zweifeln. So, habe ich meinen ersten Zweifel. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, beim Bundesverwaltungsamt die Dokumente, also die Antragsunterlagen, herunterzuladen. Antrag für Personen ab 16 Jahren. Ja, da könnt ihr euch die Antragsunterlagen runterladen. So, aber jetzt geht's weiter. Warum beantrage ich das? Weil ich das Recht dazu habe. Ich bin nämlich Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes. Also, die sagen alle, das Grundgesetz ist gültig. Also beziehe ich mich auf den Artikel 116 im Grundgesetz und hier bin ich Deutscher im Sinne des Grundgesetzes. Ja, und genau das ist zweifelhaft, weil ich A, keinen Eintrag im Ester habe und B, und hier kommen wir zu einem Dokument, und zwar einem Dokument, das ist eine Anfrage vom Abgeordneten Daniel Lede Abal, auch wieder so ein typisch deutscher Name, und in einer der
wirklich für die freiheitlich-demokratisch stehende Grundordnung eine kämpfende Partei, die dafür steht, nämlich die Grünen. Ist aber egal, der Daniel, ja, der war sich nämlich auch nicht sicher. So, und der hat im also im Landtag, und zwar ist das im Landtag von Baden-Württemberg 2017, nachgefragt, welchen Verwendungszweck dient denn dieser ominöse Staatsangehörigkeitsausweis? Ja? Und wofür ist er notwendig und so weiter? Gut. Und eine solche Anfrage muss natürlich in der Verwaltung dokumentiert werden. So, und dann kommt hier die Antwort. Der Staatsangehörigkeitsausweis dient dazu, die deutsche Staatsangehörigkeit des Inhabers verbindlich nachzuweisen. Okay, gut. Denken wir zurück. Im Gutachten steht, den bekommt man nur, wenn man Zweifel daran hat. Im ESTA-Register bist du nicht eingetragen, also hast du schon mal Zweifel. Im Grundgesetz steht, dass du Deutscher bist. So. Und dann kommen wir zur Antwort. Hier antwortet nämlich der Landtag, dass der Staatsangehörigkeitsausweis, ich mach mal ein bisschen größer, ist das einzige Dokument, mit dem das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit in allen Angelegenheiten, für die es rechtserheblich ist, verbindlich festgestellt wird. Ja? Der deutsche Reisepass und Personalausweis sind kein Nachweis für die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie begründen nur eine Vermutung, dass der Inhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. So, und wenn jetzt dieser Mitarbeiter der Verwaltung dir sagt, dass wenn du einen Personalausweis oder einen Reisepass besitzt, dass du dann automatisch deutscher Staatsbürger bist, dann darfst du ihm diese Antwort gerne vorlegen. Ja, ich habe sie in meinem Antragsunterlagen beigelegt. Okay, dann wirst du ihm schon den Wind aus den Segeln genommen haben. Denn jetzt hast du auch hier aus einem Dokument vom Landtag den Beleg, dass eben der Personalausweis und der Reiseausweis nicht reicht. Ja? Und dann kommt zum Schluss, als nächstes gibt es noch ein schönes Argument. Und zwar ist das das hier. Und zwar hat man festgestellt, dass Deutschland immer noch der Feindstaat gemäß der UN ist. Also, Mitglied der Vereinten Nationen, der United Nations, kann man nur werden, wenn man gemäß Feindstaatenklausel der Feind Deutschlands ist. Dann müssten wir ja unser eigener Feind sein. Ja, das sind wir. Also, nicht wir, sondern die Bundesrepublik Deutschland, also die Verwaltung der Wirtschaftszone auf deutschem Staatsgebiet, ist Feind von Deutschland. Denn, naja, die Bundesrepublik Deutschland, das siehst du hier, ist Mitglied. Ja, so, Mitgliedstaaten. 193 gibt es momentan. So, und da ist Deutschland Mitglied. Hier steht zwar noch was sowas Schönes drin, wie von wegen hier nach der Vereinigung und bla bla bla, wäre Deutschland ein souveräner Staat, was eben Deutschland nicht ist. Das habe ich in anderen Videos schon mehrfach belegt. Das schreiben die mal gerne hier rein, weil ist ja schön. Deutschland ist einer derjenigen, der Länder, die am meisten hier an Mitgliedsgebühren und Geld in diese Truppe da zahlt. Und das heißt, wir sind also die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland, die Verwaltung der Wirtschaftszone auf deutschem Staatsgebiet, ist einer der größten Beitragszahler für die UN und gleichzeitig Feind des Landes, auf dessen Staatsgebiet sich diese Verwaltung befindet. Wie grotesk ist denn das? Also auch das ist ein Beleg dafür, dass deine Staatsangehörigkeit zweifelhaft ist. So, und jetzt muss man oder kann man sich die Frage stellen, was habe ich davon? Wie soll ich das sagen? Also zum einen hast du damit durch die Verwaltung belegt, dass du deutscher Staatsbürger bist. Punkt. Zweitens, jeder, der im Handelsgesetzbuch
irgendetwas von dir will, den kannst du mal locker in die Wüste schicken, denn Artikel 50 des, und ich zeige dir es nochmal hier, habe ich auch in anderen schon, in anderen Videos schon erzählt. Artikel 50 EG, müsste BGB sein. EG, BGB, was steht denn da? Schauen wir mal rein. Artikel 50, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Also, wenn du Staatsangehöriger des Deutschen Reiches bist, dann gelten die Vorschriften der Reichsgesetze für dich. Da die BRD kein Staat ist, sind alle Gesetze Handelsgesetz. Das Deutsche Reich, das hatte ich auch in den Urteilen schon gezeigt, dass das Deutsche Reich weiterhin Bestand hat, nur nicht handlungsfähig ist, ist der Staat. Du bist Staatsbürger dieses Staates und somit können die sich ihr Handelsgesetzbuch um die Ohren wickeln. Okay, also wenn jemand eben von dieser deutschen Verwaltung was von dir will, dann hast du den Nachweis, dass du deutscher Staatsbürger bist. Dafür brauchst du nicht, dass du deutscher Staatsangehöriger bist, Entschuldigung. Dafür brauchst du nicht den Ausweis. Der Ausweis sorgt nur dafür, dass du zum einen in diesem Register hier registriert bist. Das heißt, wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass wir zum Beispiel eine Verfassung verändern oder verabschieden wollen, dann wird das eine Rolle spielen. Oder aber es spielt auch eine Rolle, wenn du zum Beispiel ein Bußgeld zahlen musst. Denn stell dir mal vor, die Polizei, die wir hier haben, das ist nur ein besserer Werksschutz oder ein bewaffneter Werksschutz. Ja, weil die Polizei keine Beamten darstellt und kein Staatsorgan des Deutschen Reiches ist. Also kannst du auch hier den Mitarbeitern dieser Schutzvereinigung, auch Polizei genannt, mitteilen, dass du Staatsbürger bist. Und dann muss sich dieser in Anführungsstrichen Beamte überlegen, ob er die Maßnahme durchführen will, die er gerade vorhatte, denn er haftet ab dem Moment persönlich. Das bis in die dritte Generation. Also die Urenkel können dann irgendwann mal von dir verklagt werden, nur weil der Großvater da oder der Urgroßvater irgendeinen Mist gebaut hat. Also, das ist das Nächste. Alle Amtspersonen werden sicherlich Respekt vor dir haben, denn auch für die gilt das Gleiche. Handelsgesetz, Staatsangehörigengesetz. Auch das ist so ein Thema. Und für alle die Polizeibeamten und Soldaten, die mir jetzt zuschauen, Leute, ihr müsst euch im Klaren sein, ihr seid keine Beamten, ihr habt weder die Rechte noch die Sicherheit eines Beamten, ihr seid Privatpersonen in der Firma BRD. Das bedeutet für Soldaten, ihr seid keine Soldaten, ihr seid Söldner. All das, was hier Hagener Landkriegsverordnung und die ganzen Schutzmaßnahmen, die es für Soldaten gibt, die gelten für euch nicht. Ihr dürft gefoltert werden, ihr dürft getötet werden, ihr werdet persönlich dafür haftbar gemacht, für das, was ihr tut. Macht euch da mal schlau drüber, denn das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht. Ja? Schaut da mal nach und wenn du einen Soldat oder einen Polizist in deiner Bekanntschaft hast, dann erzähl ihm das mal. Und wenn er schlau ist, dann findet er die Informationen und bemerkt, dass das, was er da tut, nicht okay ist. Gut, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen bei der Beantragung vom Staatsbürgerausweis. Für die, die ihn nicht beantragen wollen, sorgt dafür, dass ihr die notwendigen Unterlagen habt, wenn ihr sie mal braucht, dass ihr sie dann nicht noch lange suchen müsst. Oder aber, wenn es mal dazu kommt, dass wir diese Verwaltung hier losgeworden sind, dann spielt das wahrscheinlich auch eine Rolle, dass man nachweisen kann, dass man eben Deutscher ist nach StGAG oder nach RUSTAG, also RUSTAG, Reichs- und Staatsangehörigen Gesetz oder nach Staatsangehörigengesetz, denn das könnte noch eine große Rolle sein. Ich freue mich, wenn ich euch bei mir im Telegram-Kanal wieder treffe und wir uns dort austauschen können. Wie immer, für ein Like gibt es ein Lächeln und für einen Kommentar ein breites Grinsen. Ja, ich danke euch und
Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren und aufs Glöckchen drücken. Dann bekommt ihr auch wieder immer Informationen, wenn ich ein neues Video mache. Bis bald. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.